Ja, dann werfen wir doch mal einen Blick auf die beiden Spiele. Hier habe ich die im Handel erhältliche Version, hier die Kickstarter-Version. Mit der Handelsversion fangen wir mal an, die ihr jetzt auch so kaufen kann. Und der Unterschied zwischen den beiden ist gar nicht so groß. Und ihr kommt auch von der fast an die wieder ran, wenn ihr die kleine Erweiterung noch kauft. Aber dazu gleich mehr. Ja, was dabei? Einmal ein Regelheft. Ihr seht das vielleicht so ganz leicht. Das hat so einen Leinenfinish. Fühlt sich super an. Das Papier ist total weich und ist einfach ein herrliches Gefühl, sowas anzufassen, finde ich, weil es einfach ein bisschen wertiger ist als einfach nur bedrucktes Papier. Hier haben wir den Spielplan. Da seht ihr auch gleich die vier Fraktionen, die im Spiel sind, eben Seevolk, Imperiale, Hügelstämme und die Untoten. Und hier verschiebt ihr eben eure Marker auf dieser Leiste. Apropos Marker, das sind diese hier, zwei Stück an der Zahl, hole ich auch nochmal raus. Ja, auch etwas geformt, sehr schöne Qualität, sehr schön ausgelasert und lackiert. Und natürlich das Herzstück des Spiels, die Karten. Da bekommt ihr hier diese wunderschön illustrierten Charakterkarten der unterschiedlichen Fraktionen mit sehr, sehr lustigen Titeln, finde ich, und sehr lustigen Illustrationen einfach. Und die haben auch eine tolle Qualität, auch so ein leichtes Leinenfinish, ohne aufdringlich zu sein. Wirklich klasse. Und eben hier dann die speziellen Karten. Der alte Kaiser, der ja so eine Art Joker ist, wenn man ihn dann bekommt. Und dann eben die sechs Rollenkarten, nebst den Spielendekarten und einigen Spielhilfekarten. Sechs Stück dann nochmal, das erzählt ihr auch dazu, die eben nochmal helfen, sich daran zu erinnern, wann ist eigentlich das Spiel genau zu Ende. Was bedeuten die Symbole? Wer ist eigentlich wann siegreich? Und was mache ich in meinem Zug? So kann man sich da eben noch mal so ein bisschen so kleine Spielhilfen, insbesondere für nicht so erfahrenere Spielerinnen und Spieler, hinlegen, um besser reinzukommen. Ja, dann schauen wir jetzt noch mal in die Kickstarter-Version rein. Die unterscheidet sich, wie gesagt, gar nicht so stark von der im Handel erhältlichen Version. Denn das Kernstück ist identisch. Ich hole jetzt erstmal alles raus. Nämlich die Karten, die sind eigentlich identisch. Was ein bisschen anders ist, sind diese Marker, die sind nochmal bedruckt. Ich glaube, das ist aber auch kein Must-Have. Sieht ein bisschen schöner aus, aber ansonsten ist es ja funktional überhaupt kein Unterschied, ob da jetzt was drauf gedruckt ist oder nicht. Dann haben wir den Spielplan, der ist natürlich auch identisch, logisch. Zum Beweis klappe ich ihn sogar auf. Da gibt es auch keine Unterschiede. Was aber in der Kickstarter-Edition mitkommt, sind einmal diese Marker, die eben helfen, allen gut sichtbar zu sagen, wann ist das Spiel eigentlich zu Ende, nachdem wie viele offene Karten ausgespielt wurden. Diese Tarot-Karten, großen Rollenkarten ohne weiteren Erläuterungen, also fokussiert komplett auf die tolle Illustration. Ja, und schlussendlich, und das ist, glaube ich, die größte Besonderheit dieser Edition, ist die Mini-Erweiterung oder die Erweiterung Königinnen und Kumpel, die hier eben mitkommt in diesem kleinen handlichen Faltkarton, und die enthält eben noch mal die drei Königinnen und einen Kumpel, 9 zusätzliche Charaktere und das ist auch toll, noch mal 5 Spielhilfen, die auch als Spielbrett genutzt werden können, die man dann nämlich einfach so hintereinander legt, und so kann man das Spiel fast in die Hosentasche stecken, denn man braucht ja nur noch Karten mitnehmen. Wirklich auch eine coole Sache. Das gibt es auch bei uns im Shop zu bestellen, und damit seid ihr fast schon auf dem Niveau der Kickstarter-Edition, wenn ihr nur in Anführungszeichen die im Handel erhältliche Version ersteht. Also von daher wirklich ein tolles Spiel, vor allem in größerer Runde, total lustig, muss ich sagen. Wir haben es zu 5 gespielt letztes Jahr auf der Spiel in Essen und es hat unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Rangeln um die Positionen, und von daher wirklich ein tolles Spiel, auf das ihr euch freuen könnt. Macht's gut und bis bald mal wieder.